12-jährig ist er inzwischen, dieser Van Gogh-Sohn. Vor 5 Jahren sind die beiden schon Europameister geworden. Da können sich viele vielleicht schon gar nicht mehr dran erinnern. Da waren sie noch bei den jungen Reitern dabei. Und dann natürlich 2016 die Olympischen Spiele in Rio und Mannschaftsgold. Wir kennen Cosmo, der ist schon an. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sönke Rotenberger absolut voll konzentriert ist. Komm, komm schön weiter. Oh, viel vorwärts. Ja, 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 so, da sitzt er. Ne, das hat er natürlich mit Gefühl gemacht. Mit ein bisschen vorwärts rein, kam dann auf die Stelle, aber das Ganze in der Perspektive gesehen. Für die nächsten Piaffen, die ja natürlich noch kommen und dann eine wunderbare Passage. Was einfach immer, immer wieder echt bestechend ist an diesem Pferd, ist dieses elastische durch den ganzen Körper arbeiten. Der starke Schritt ist nicht das Highlight, da fehlt der Raumgriff aus der Schulter, da fehlt das wirkliche Dehnen und durch den Körper arbeiten, aber man kann auch nicht zaubern. Man muss schon immer das nehmen, was der liebe Gott gegeben hat. Und in diesem Pferd steckt, glaube ich, eine ganze Menge drin. Glaube ich, ist Quatsch. Da steckt eine Menge drin. Sehr viel deutlicher schon wieder auf die Stelle angelegt, hier diese nächste Piaffe. Überlegen Sie mal, dieses Pferd ist ja auch in diesem Jahr erst ein Turnier gegangen. Und das wiederum war das erste Turnier seit Tryon im vergangenen Jahr. Also das nenne ich extrem gezielte und dosierte Einsetzung, dosierter Einsatz, so rum ist besser. Es geht einem schon ein bisschen so, dass man sich kaum traut, was zu sagen. Man sieht auch, gucken Sie hin, gucken Sie hin. Sönke reitet hier keine 100%. Das wäre auch Quark. Ne? Das fährt wirklich seit Hagen kein Turnier. Der kann das alles, der braucht hier nichts lernen. Was der jetzt braucht, ist die Sicherheit und die Ruhe im Viereck. Auch natürlich für die nächste Prüfung. Die E-Tour, die reiten ja in Anführungszeichen nur 2 Prüfungen, entweder Spezial oder Kür. In der O-Tour wird, werden ja alle 3 geritten. Er macht das, finde ich, mit sensationell viel Gefühl, übertreibt hier nichts, reitet präzise. Ja, hier ist er ihm, glaube ich, so ein bisschen stärker an der Hand, hat man den Eindruck. Da würde man sich jetzt noch so ein bisschen lässigere Selbsthaltung da vorne vorstellen können.
Der springt nichtsdestotrotz natürlich tolle Einerwechsel, aber die 9 finde ich zu hoch, wenn das Pferd in der Anlehnung doch noch so ein bisschen stärker dran war. Maximale Kontrolle, ganz viel Lastaufnahme, toll in der Balance, die fand ich sensationell. Na komm, genau. Auch hier ganz viel Kontrolle. Ich fand die Linkspirouette noch ein Hauch schöner. Vielleicht war sie noch ein ganz klein wenig aktiver, aber hier hagelt's Noten 9er, zwischendurch eine 10. Für übrigens diese erste Pirouette trudelt gerade ein und sehr, sehr viele Achter. Und ich würde fast schwören, wenn wir die Chance hätten, jetzt mit ihm zu reden, wird er uns sagen, ich bin hier erstmal auf ruhig und sicher durchgeritten und nicht auf Angriff. Da sind sie, die Piaffen auf der Stelle. Ganz bisschen vorwärts. Und da kommt da raus, wirklich, wie am Schnürchen. Was für eine tolle Runde. Das war einfach eine wunderschöne Runde. Die war nicht auf Risiko geritten, die war mit Köpfchen geritten. Ich fand's klasse. Dickes, fettes Riesenkompliment hier von meiner Seite. Und jetzt hören wir nur ein Wow. Ich nehme an, genau, dass Cosmo einmal kurz gesagt hat, dass er durchaus hellwach hier unterwegs ist. Oh, Helm ist weg. Wahrscheinlich wollte er gerade damit ein bisschen winken. Und dann kam's zum Helmflug. Ja, das ist schon ein waches Pferd, aber die beiden sind einfach ein irres Paar geworden. Ich glaube, die haben auch richtig Vertrauen zueinander, dass der trotzdem wach ist, der Cosmo. Und dass es trotzdem mal sein kann, dass er sich vielleicht vor irgendwas erschrickt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, er hat echt hier eine wunderbare Runde hingedreht mit 81,37%. Das ist, jetzt müssen wir einmal so ein bisschen uns orientieren. 81,37. Das ist noch mal mehr, als er schon im Grand Prix zu Beginn des im April in Hagen bekommen hat. Aber das ist keine persönliche Bestleistung. Das wäre auch noch mal ein Riesending gewesen, hier gleich wieder eine persönliche Bestleistung aufs Parkett. Tolles Paar von uns, ein Riesenglückwunsch. Jo, der ist wach. Mann, aber das zeigt noch einmal mehr. Mann, was sind die für ein Paar, das Cosmo...